Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Zeto, ich bin 25 Jahre alt. Boah, ich habe gerade irgendwas gehört. Und ich komme aus Köln, das stand da ja auch gerade schon. Und ja, ich mag YouTube-Videos drehen in meiner Freizeit und freue mich, dass ihr alle eingeschaltet. Boah, mich juckt es gerade hier, ich sag jetzt mal nicht wo. Egal. Es ist alles im grünen Bereich, macht euch keine Sorgen. Ich muss nicht Hände waschen. Wir haben uns versammelt für eine neue Folge First Dates. Ohne groß schnackeln, fackeln lang. Warte mal, nee, die wurde mir empfohlen. Falls die Lady gerade zusieht, die Alexandra, die sie mir empfohlen hat, falls du zusiehst, hol dir deinen 10-Euro-Gutschein bei mir ab. Falls die Folge gut wird natürlich. Nur falls es gute Empfehlungen sind. Kannst du dir deinen 10-Euro-PayPal-Gutschein bei mir abholen für dein nächstes Mal, wenn du dich um 14 Uhr hier hinsetzt, kannst du dir das Leckeres zu essen bestellen. Leckere Pizza zum Beispiel. Wir gehen rein, let's go. Hallo, hey. Hi, Anna. Also meine Freunde und Familie würden eigentlich sagen, dass ich, glaube ich, humorvoll bin. Dass man mit mir eigentlich alles machen kann, dass ich immer Spaß habe. Immer gut drauf eigentlich, höre ich zumindest oft. Okay, Anna ist auf jeden Fall Augenoptikerin und sie hat ein wenig bayerisch geschwätzt. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das war auch ein wenig ein Zufall. Was habe ich denn am Anfang des Videos geredet? Ich mische immer alle Dialekte durcheinander. Aber es war auch ein bisschen bayerisch dabei jetzt gerade, ne? Ja. Auf jeden Fall ist sie ein wenig aus Bayern, glaube ich. Geht's dir gut? Ja, aufgeregt natürlich. Aufgeregt und aus Bayern. Und aus Bayern, ja. Man merkt gar nicht, dass sie aufgeregt ist. So, da ist er. Hallo, ich bin der Nikolai und ich freue mich extrem auf mein Blind Date, dass es dann gleich losgeht. Ja dann, schauen wir mal, was wird mit dem Nikolai. Ich würde sagen, ich bin ein sehr geselliger Typ. Ich lerne gerne und schnell neue Leute kennen und ja, gegen Gesellschaft eigentlich immer auf. Nikolai hat übrigens immer sein Kinn höher als die Nase. Spricht immer so ein wenig nach oben. Finde ich gut, ist der Kinn oben, muss man dich loben. Eine Frau müsste für mich humorvoll sein. Auch schlagfertig so ein bisschen, weil ich bin auch so ein bisschen drauf. Lange Haare, das ist mir wichtig, gefällt mir einfach am besten. Und ansonsten liebevoll wäre mir wichtig. Ja, ist sie. Servus, Roland. Servus. Grüß dich. Wie lange wächst er schon? Also nicht du, der Schnurrbart. Wächst schon Zeit. Aber ich trage mit Stolz. Schaut richtig geil aus. Danke dir. Ja, mega. Magst du mir den Mantel abgeben? Gerne, ja. Ich nehme das kurz. Also mein erster Eindruck war positiv. Er hat auch gleich gelacht. War sehr groß. Das war schon mal sehr... Der ist echt riesig. Ist mir auch gerade aufgefallen. Der ist locker 2,50 Meter. Positiv. Ich glaube, ich habe auch gleich schon am Anfang einen leichten Dialekt gehört. Das hat mich schon dann beruhigt, dass ich wusste, wer ist aus der Nähe wahrscheinlich. Grüß dich. Hallo. Nikolai. Hallo. Boah, was eine innige Umarmung, Bruder. Der hat sich fast nicht mehr losgelassen. Einmal eine Blume für dich. Ja, danke. Mein erster Eindruck von Anna war positiv. Hat mich an der Bar gleich angelächelt und hab mich darauf gefreut, sie kennenzulernen. Mich triggert maximal, dass er die ganze Zeit so hoch guckt. Ich habe am Anfang so mäßig Spaß gemacht, aber langsam nervt es mich. Weil wenn er da steht, so vor ihr, dann guckt er doch auch ganz normal runter. Der guckt doch gar nicht so hoch. Warum hat er denn im Interview so nach oben geguckt? Spuck, deswegen einmal das und bringe da ein Brötchen mit. Ja, cool. Ich weiß nicht, ob es das... Irgendwie habe ich es geahnt, dass du das Ringspuck bist, woher auch immer. Warum? Weil es nicht so weit weg von mir ist. Also ich bin aus Dingolfing. Aus Dingolfing, ja. Ja, das ist nicht weit. Dingolfing, da sind drei Wörter drin. Einmal Ding, einmal Golf und einmal Ing. Die ba, die ba, du, die Bank und du. Ich glaube, 30 Kilometer oder so Entfernung. Also ist sehr gut. Gut gepasst. Da muss ich dir ja aufbewahren. Ja, gerne. Steht zum Beispiel sehr schön, ja, oder? Der Karte hat Nico aufgeschrieben, ein kleines Andenken an unser First Date. Und das werde ich mir auf jeden Fall an den Kühlschrank hängen. Deine Date-Partnerin, sie hat sich gerade schon Partner genannt. Ja, versehentlich. Hat gewartet auf ihre Drinkbestellung. Vielleicht wollte er einmal zusammen hier reinschauen. Und war auch meine Idee, wenn ich als erster trinken würde, hätte ich auch gewartet. Ja, perfekt. Die sind ja beide so anständig, gell? Dass die so gut erzogen worden sind, dass sie auf den anderen warten und so. Ey, hör mal, wer da hämmert. Hast du Geschwister oder so? Na, ich bin ein ganz verzogenes Einzelkind. Na, Spaß, verzogen bin ich nicht. Ja, ich wusste nicht, hätte damit keine. Als würde die Einzelkinder immer unterstützen. Einzelkind, Red Flag, ne? Nein, Spaß, liebe Freunde. Spaß, chillt. Oha. Ganzen Einzelkinder schon am Aufspringen, haben schon alle die Tasten in der Hand. Zeto, du bist so ein Witzer, weil du immer sagst, dass hier, dass halt
Einzelkinder! Ja, ich habe einen Bruder und vier Schwestern. Vier Schwestern? Ja. Ja, wir uns jetzt ganz schön zu. Das ist voll der Raum, ja. Nein, ich finde es nicht schlimm, dass er Einzelkind ist. Alles gut, er hat ja gesagt, er erfüllt die Klischees nicht. Muss ich mir nur überzeugen, aber ansonsten alles gut. Prost. Auf uns. Auf uns, jawohl. Sehr gut. Na, liebe Freunde, zur Mitte, zur Titte, zum Sack. Zack, zack. Ich kann nicht exen. Fun Fact. Ich kann nicht exen. Also so ein Shot, ja. Aber so ein Glas, ich kann nicht etwas direkt durchlaufen lassen. Also ich muss das immer im Mund behalten und dann kann ich erst schlucken. So, wisst ihr? Schau mal. Da war was bis jetzt sehr schön. Ich freue mich auf genauso gutes Gespräch am Tisch, dass es so weitergeht, dass wir weiter miteinander lachen können und dass es einfach ein schönes Date und ein schönes Essen wird. Na dann. Ich koche sehr gern. Ah ja, sehr schön. Gut, das ist gut, ja. Das war mir du wichtig. Auch, oder? Ich koche auch gern und mir ist so wichtig, dass wir miteinander kochen können. Das macht, glaube ich, viel mehr Spaß. Ja, das stimmt. Ja. Das einzige Problem am Kochen ist halt immer das Abspülen. Ja, das ist so. Immer Spülmaschinen. Ja, schon, aber vorne, ja, schon klar. Ich tue ja eine Spülmaschine, da tue ich alles, ich bin doch gnadenlos. Da müsste man dann drüber streiten. Ich bin ein bisschen sauer, weil das vibet mir gerade zu sehr. Also, ich will jetzt nicht, ich will kein Auge machen auf die beiden so. Hoffentlich, ihr seid für immer zusammen und so. Aber es läuft gerade alles zu perfekt. Seid doch erstmal ein bisschen schüchtern und so. Tastet euch doch erstmal ran. Die sind schon, mich würde nicht wundern, wenn die jetzt aufstehen und keine Ahnung. Du machst das halt einfach, ob das mir gleich, aber ich tue es in Spülmaschinen. Wenn du deine Pfanne in Spülmaschinen tust, ist mir das wurscht. Okay, jetzt schon mal der erste Streitpunkt rausgekommen. Er ist auf jeden Fall eben so, wie es mir vorgestellt hat, dass er aufgeschlossen, extrovertiert ist und dass er auf jeden Fall nicht scheu ist. Und ja, gibt mir ein gutes Gefühl. Was darf sein? Ich darf gerne die Kräutergnocchi nehmen, bitte. Ja, sehr gerne. Ich kriege die Lammstelze. Lamm für dich, sehr gerne. Okay. Reisen. Ja, gern. Mhm. Das ist mir nicht so wichtig. Also ich war tatsächlich noch nicht so viel unterwegs, muss ich okay. sagen. Ich hätte nicht einmal so eine Traumreise zu, muss ich sagen. Irgendwie. Weil jeder immer sagt, das muss ich sehen und das muss ich sehen. Menschen, die nicht unterwegs sein wollen. Warum? Erklär mir nur, warum. Willst du deinen Horizont nicht erweitern? Willst du nicht sehen, was es noch so auf der großen, weiten Welt gibt? Warum? Das ist bei mir eigentlich gar nicht so. Beim Reisen haben wir ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen. Also sie zieht jetzt Ich will seinen Kopf runterdrücken bei diesem Interview. Haben, wenn ich dann mit Freunden oder so trotzdem halt dann alleine verreise, weil mir ist das schon wichtig. Also ich muss schon auch mal weiter weg und das müsste sie halt dann akzeptieren können. Da muss sie einfach einpacken und mitnehmen. Ja, so ungefähr. Das ist wirklich so bei mir. Ich denke, man muss mich da wirklich einfach bei der Hand nehmen. Und ich glaube schon, dass er einer ist, der sagt, okay, jetzt machen wir das und hauen ab. Haja, yalla, ab geht's. Von Bayern bis nach... Wohin können es die beiden treiben? Bis an die Nordsee. Haja. Hast du sowas Blind Date-mäßig schon mal gemacht? Was? Was schon? So Blind Date-mäßig hast du auch nicht gemacht. Ich war so gespannt, wie du... Ja. Aber ist gut. Und ja. Ich bin zufrieden. Ja, ist in Ordnung. Alles gut. Alles gut, ist in Ordnung. Ich habe so halb mitbekommen, dass sie da, dass da ein Kompliment sich versteckt hatte. Und nicht so, ja, okay, jetzt bist halt da. Sondern wirkte schon immer so, dass sie sich freut und dass ich da bin. Und ich habe mich auch gefreut, dass sie geworden ist. Ja, das ist mir gerade alles zu schön. Entweder es muss jetzt irgendwie, die müssen jetzt noch in die Fotobox. Also bis jetzt, ich sag mal so, sind ein süßes Pärchen und so, ne? Aber Alexandra, die Folge hier empfohlen hat, wenn jetzt nicht noch irgendwas kommt, was mich umhaut, dann ist der 10 Euro Paypal, die fallen heute dann leider weg. Das ist mir gerade alles zu harmonisch hier. Hast du Fußball? Ja. Bist du? Oh je. Aber nicht so fanatisch. Also ich schau mal nicht in die Spülung. Mhm. Du zappelst. Ja, ich zappel. Ist dir kalt? Nein, ich bin schon immer unruhig. Wieso tust du, wo willst du denn hinrennen? Hoffentlich nicht weg von mir. Alles gut, das ist nicht mit Absicht, das stellt sich automatisch. Die ganze Zeit. Ja, ich weiß schon.
Also, ich habe einfach nur gehofft, dass er jetzt nicht aufsteht und wirklich wegrennt, so wie es der Roland gesagt hat. Ich wollte natürlich nicht wegrennen. Oh, Leute, Folgen, in denen sich über Zappeln unterhalten wird. Wisst ihr, was ich meine? So, wir haben mehr verdient. Ich sag euch ehrlich, wir brauchen mehr Unterhaltung. Wir brauchen hier so ein bisschen mehr Action und nicht über sein wackeliges Bein reden, Digga. Der für die Eltern. Mir war es recht, wenn wir teilen, das ist in Ordnung. Oder bestehst du drauf? Wenn du drauf bestehst, dann ja, aber... Besteh nicht drauf. Ich würde dich gerne einladen. Wenn du das so nicht machst, dann können wir es verteilen. Dann kann ich auch schlecht nein sagen, oder? Kannst schlecht nein sagen, ja. Also dann lade ich ein. Passt. Ich lade dich gerne. Oh je, danke. Ficoa, Leute, das war gerade die perfekte Situation. Wie sieht's aus, wenn zwei Leute, die nicht gerne so die Hose so richtig anhaben, mit Gürtel, so, ne? So richtig die Hose an, mit Gürtel zu und fest. Wie sieht's aus, wenn zwei so Leute, die nicht gerne die Hose anhaben, gegenüber sitzen? Das Beispiel haben wir jetzt gerade gesehen. Gehen die noch in die Fotobox oder nicht? Fürs erste Date fand ich es wirklich in Ordnung, weil es das erste Kennenlernen sozusagen und da fand ich, hat man schon gut harmoniert und auch viel gelacht. Das war mir auch wichtig, dass er Humor hat und ja. Nicht in die Fotobox. Also jetzt reicht's mir aber. Also ich kann mir schon ein zweites Date vorstellen, einfach, dass man sich nochmal besser kennenlernt, nochmal besser auf den anderen einlasst und einfach mal zum Schauen. Ja, das passt gut, das freut mich. Ja. Kann mir auch ein zweites Date sehr gut vorstellen, okay. Und hab gehofft, dass du das sagst. Ja, sehr schön. Sind wir uns einig. Ja, das ist wunderbar. Ich weiß ja, also ja, okay, ich bin gespannt, was aus den beiden wird. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal schon mal für die beiden. Nikolai und Anna waren am Abend zusammen unterwegs. Sie haben weiterhin Kontakt. So habe ich mir das auch vorgestellt, dieses Ende jetzt. So nicht dieses, das was Unerwartetes kommt, sondern, guck mal, das Ding ist ja, die Redaktion geht ja hin und sagt dann bei den Dates, die was geworden sind, schreiben die denen wahrscheinlich auf WhatsApp und sagen so, hey, könnt ihr uns ein Update geben, wie es bei euch aussieht? Und das ist die Antwort, die ich von den beiden erwartet hätte. Ja, wir waren an dem Abend noch unterwegs und wir haben noch Kontakt. Danke, Bro. Diese Aussage ist so nichtskräftig. Habt ihr rumgemacht? Was habt ihr gemacht? Habt ihr euch besoffen? Habt ihr euch betrunken? Wart ihr im Minigolf spielen? Warum habt ihr kein Bild dazu eingesendet? Warum? Warum? Wir wollen doch irgendwie Action, liebe Freunde. Ich fass es nicht. Die Folge hat mich ein bisschen sauer gemacht. Also ich freue mich schon irgendwie für die. Die waren beide voll süß. Aber der Gutschein, der 10 Euro PayPal, den sehe ich nicht. Sag ich ehrlich, liebe Freunde. Sag ich ehrlich. Die Folge, was war denn an der Folge krass? Leute, falls ihr bessere Folgen da draußen kennt, dann schickt die mir gerne. Mit dem Datum einfach, wann es auf RTL Plus hochgeladen wurde und die zwei Namen der Person. Und wie gesagt, wenn die Folge geil ist und uns unterhält, dann werdet ihr im Anschluss der Folge von mir zum Essen eingeladen. Beziehungsweise ich überweise euch 10 Euro fürs nächste Mal, wenn ihr hier bei mir einschaltet und zuguckt und euch was Leckeres zu essen bestellen wollt für eure nächste Pizza. Ja, ist nur eine Kleinigkeit, aber trotzdem. Stellt euch mal vor, alle 30 Videos im Monat, die eingesendet werden, sind ein guter Vorschlag von euch. Bin ich einfach 300 Euro los. Das habe ich auch jetzt gerade erst realisiert, wo ich so drüber nachdenke. Naja, liebe Freunde, morgen 14 Uhr sehen wir uns wieder. Hier oben ist First Dates Playlist für euch verlinkt. Bis dahin, passt auf euch auf und bis morgen. Ciao, ciao. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erst eine Woche, perfect match aus meiner Gegend. Kasper Straße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.